und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns in Karkstein und irgendwie mag das Spiel mich nicht, weil es hier komplett Nacht ist. Irgendwo im Hintergrund müssen wir mit Kleinblatt sprechen. Ach, da. Ja, ich sehe sie. Hallöchen, Kleinblatt. Lasst uns bloß nichts anfangen, was wir hinterher beide bedauern. Ich könnte etwas Hilfe brauchen und ihr werdet hören wollen, was ich zu sagen habe. Regentin Cassiopeia schickt mich, um euch bei eurem Problem mit den Eisenorks zu helfen. Cassi hat euch geschickt? Nun, warum habt ihr das nicht gesagt? Ich habe solch ein Glück, dass sich die Regentin um mich sorgt. In Ordnung, wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Habt ihr schon einmal versucht, einen Eisenork umzustimmen? Oh, das wird solch ein Spaß! Wir müssen die Eisenorks aufhalten. Sie bauen eine Armee von Trollen auf. Regentin Cassiopeia hat mich entsandt, um sie davon zu überzeugen, die Armee aufzulösen. Aber sie nahmen mir mein Gold ab und warfen mich raus. Jetzt, da ihr hier seid, habe ich einen besseren Plan. Was ist denn euer besserer Plan? Ihr seid mein besserer Plan. Die Kombination aus meinem heiteren Optimismus und eurem Hang zur Gewalt ist einfach unschlagbar. Wie dem auch sei, ihr werdet mir doch helfen, oder? Trefft mich im zerstörten Turm auf dem Hügel in der Nähe. Hallo, ich bin die absolut heitere Optimistin, ja? Mit Gewalt kann ich nichts anfangen. In Ordnung, wir treffen uns am zerstörten Turm. Die Eisenorks haben einen Weg gefunden, einen Haufen Trolle in eine Armee zu verwandeln. Dazu gehört eine Ausbildung, Rüstung und magische Runen, die man ihnen in die Haut schneidet. Ich werde euch in Iltaks Unterturm treffen. Dann können wir uns als erstes um den Trollausbilder kümmern. Was sollte ich über Iltaks Unterturm wissen? Nun, er liegt in den Ruinen unter dem alten Turm. Es stinkt da unten. Das passiert eben, wenn man Trolle und Eisenorks an einem geschlossenen Ort zusammenpfercht. Jedenfalls nutzt Iltak die Ruinen als Übungsarena für die Trolle. Warum bauen die Eisenorks eine Armee von Trollen auf? Weil die Schlange es ihnen gesagt hat. Aber es wird niemals gut enden, wenn man Trolle mit Rüstungen und Waffen ausstattet. Das kann ich euch sagen. Auf jeden Fall ist das Aufhalten der Trolle Teil von Cassis Plan zur Rettung des Schuppenhofs. Aber der Schuppenhof ist böse. Manche davon vielleicht, aber Cassi und ich nicht. Wir haben uns dem Schuppenhof angeschlossen, um die Welt zu verändern und nicht, um sie zu zerstören. Wir werden das alles wieder in Ordnung bringen. Ehrlich, ich weiß nicht, was Exarch Bradot dachte. Wer ist Exarch Bradot? Bradot ist der Häuptling der Eisenorks. Er ist ein ziemlicher Dickkopf und ein stämmiger alter Baum. Als die Orks sich dem Schuppenhof anschlossen, wurde Bradot der Titel des ophidischen Exarchen der wogenden Vernichtung verliehen. Ziemlich hochtrabend, ich weiß, aber ich liebe unsere Titel. Können Sie wirklich Trolle ausbilden? Iltak kann alles ausbilden, aber sein wahres Geheimnis ist der Rotbruch. Ich meine, das Nirnkrux. Es macht die Trolle irgendwie noch mächtiger. Wenn ihr mir nicht helft, sie aufzuhalten, dann ist ganz Karkstein dem Untergang geweiht. Und Regentin Cassiopeia möchte nicht, dass es so weit kommt. Ihr und Regentin Cassiopeia scheint euch recht nahe zu stehen. Was genau wollt ihr damit andeuten? Oh, ich bringe nur eure Blätter zum Rascheln. Cassi und ich sind die allerbesten Freundinnen. Mhm. So. Das klang aber bei ihr ein bisschen anders, meine ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Na gut. Ich bin gerade am gucken. Gesehen davon, dass hier Nachtholz ist. Da soll auch... Man kann es jetzt so nicht mehr so wirklich sehen. Im Verlies, glaube ich, erst. Okay. Die Scherbe sollte im Verlies sein, nehme ich an. Dann schauen wir jetzt nicht großartig hier draußen rum, wo sie sein könnte, sondern gehen direkt rein. Hm. Da ist sie auch schon. Beziehungsweise, da weiß ich jetzt auch schon, wo sie ist. Gut. Wir müssen da hinten die Treppen wieder hoch. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir hier runter müssen, ne? Guck noch mal eben nach. Oder kann man das hier aufmachen? Ne, kann man nicht. Na gut. Boah. Dann gehen wir erstmal hier runter. Und schauen mal, in welche Richtung. Diese Eisenorks verstehen überhaupt keinen Spaß. Ich hatte so große Hoffnungen für den Weg der Diplomatie. Ja, wir können immer noch versuchen, Diplomatie wirken zu lassen. So, die Befehle könnt ihr euch so durchlesen. Mut bringt den Sieg. Weil ich laufe jetzt hier hoch. So. Erstmal gucken, wo ich überhaupt lang muss.
So, hier schnappen wir uns einfach mal. Boah, jetzt kommt der mir noch hinterher. Dein Ernst? Ist der umgedreht? Ist umgedreht. Dann klauen wir uns mal eben ganz schnell Obst und Gemüse und alles, was lecker ist und was gesund ist. Und ich komme hier nicht ran. Blöder Kürbis. So. Das sind wahrscheinlich die Treppen. Ja, genau. Perfekt. Was war das hier? Sieht aber auch schick aus. Schnappt man uns erstmal die Scherbe und dann können wir Eisenblut töten. So mal eben nebenbei zum Frühstück quasi. Nein. Haben wir hier noch irgendwas? Das nehmen wir noch mit. Wenn wir hier schon so viel zu tun haben, ne, so viele Sachen holen können und eigentlich so wenig Gegner überall rumstehen, why not? Hallöchen! Ich wollte dich nur mal eben töten. geht's noch? Der läuft einfach durch mich durch. Geht's noch? Also ehrlich. Nur weil ich gesagt habe, ich wollte ihn töten, läuft der andere durch mich durch. So, das könnt ihr euch auch gerne durchlesen, wie immer. Da haben wir auch noch was. Das nehmen wir auch noch mal eben schnell mit. Und dann gehen wir raus und nach rechts. Moment, bevor ich mit dir rede. Da kann immer was Gutes drin sein. In dem Fall nur Handwerksstil. Ich wünschte, es hätte einen anderen Weg gegeben. Armer, sturer Iltak. Er hätte das Gold nehmen sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Erschlagen des Ausbilders das Ende der Trollarmee bedeuten wird. Gutes Argument. Was habe ich mir nur gedacht? Wir werden noch wesentlich mehr tun müssen, um die Trollarmee aufzulösen. Ich schätze, ich muss mit Runenschreiber Kult, Rüstungsmacherin Utik und vielleicht sogar Exarch Bradot sprechen. Ihr mögt mit den Eisenorks vielleicht auf Du und Du sein, aber Diplomatie wird hier nicht funktionieren. Ihr habt recht. Ich weiß, dass ihr recht habt. Doch das macht es nicht leichter. Aber ich habe eine Mission. Und wenn Gewalt der einzige Weg zu einer Teilnahme ist, dann soll es eben Gewalt sein. Wo müssen wir also hin? Ins Tal der Narben. Und ja, dieser Ort ist so bezaubernd, wie sein Name andeutet. Er liegt nördlich von hier. Man kann ihn nicht verfehlen. Ich treffe euch dort. Erzählt mir mehr vom Runenschreiber, bevor wir aufbrechen. Runenschreiber Kult ist ein wahrer Künstler. Seine aufwendigen Entwürfe sind wunderschön und mächtig noch dazu. Er gibt Nirnkruxstaub zu seiner Tinte und ritzt die Runen dann direkt in das Fleisch der Trolle. Er meint, das würde die Magie stärken. Er arbeitet auf der Westseite des Tales. Was könnt ihr mir über die Rüstungsmacherin sagen? Rüstungsmacherin Utik stellt die Rüstungen her, die die Trolle und die Velvas tragen. Es ist auch keine gewöhnliche Rüstung. Utik fügt Nirnkruxstaub zu ihren Rüstungen hinzu, um sie robuster und stärker zu machen. Ihre Schmiede liegt auf der Ostseite des Tales. Das heißt, wir müssen eigentlich nur das Nirnkrux beseitigen. Ich glaube, ich sollte etwas über Exarch Bradot erfahren. Exarch Bradot ist der Eisenorg-Häuptling. Aber er ist außerdem ein hochrangiges Mitglied des Schuppenhofs. Deshalb trägt er diesen tollen Ehrentitel. Ophidischer Exarch der wogenden Vernichtung. Ich wünschte, ich hätte so einen Titel. Ich bin mir sicher, dass er irgendwo im Tal ist. Okay. Das heißt aber trotzdem nicht, dass wir jetzt darüber nachdenken, damit was anzufangen mit diesen Infos, oder? Weil sie sagt jetzt nicht so nach dem Motto, dann kümmere ich mich mal darum, dass jetzt alles glatt läuft. Ich beseitige das Nirnkrux oder sowas. Ja, das ist doch schön. Neue Sachen zum Verwerten sind immer gerne gesehen. Die Sachen nehmen wir auch noch schnell mit. Und dann, ja, dann müssen wir hier durch. Ich habe jetzt dreimal drauf gedrückt. Warum hat der das jetzt nur am Ende angenommen? Ich weiß es nicht. Okay, dann können wir hier erstmal raus. Und ein Stückchen reiten. Aber ich denke mal, dass das nicht so weit ist, dass man das unbedingt abkürzen muss. Es sei denn natürlich, dass ich an jeder Ecke hier Runensteine finde.
Das könnte natürlich auch passieren. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Ich glaube aber, von links kommt man da rein, oder? Weil, wie ihr seht, das ist hier so ein bisschen blöd gemacht. Nee, von hier. Der geht hier rüber, aber der müsste hier reingehen. Von hier aus kann man da rein. Genau das war es nämlich. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob man hier auch rein kann, weil da ist auch so ein bisschen der Weg angedeutet. Aber auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier rechts hochreiten, ich meine, da kamen wir definitiv da rein. Natürlich nicht, wenn ich jetzt so doof reite, wie ich jetzt gerade reite. Die Frage ist jetzt, eigentlich ist das jetzt schon zu weit. Ja, das ist schon zu weit, aber da hinten ist doch ein Weg. Da gucken wir mal eben. Ja, auf jeden Fall kommt man hier durch. Da ihr nun hier seid, können wir uns jetzt um den Runenschreiber und die Rüstungsmacherin kümmern. Das ist toll. Wo? Hinten rechts sehe ich eine Markierung. Mich vor allen Dingen gerade voll erschreckt. Ich habe gedacht, ich muss hier hinten hin. Ich laufe gerade irgendwie total bescheuert. So, du bist die Rüstungsmacherin, da muss ich dich leider töten. Es tut mir leid. Dann. Genau auf der gegenüberliegenden Seite. Wir haben aber nur noch eine Sache, ne? Wenn ich das richtig sehe. Oh, Moment, hier ist was zum Lesen. Rüstungsmacherin Utik. Wir müssen die Produktion der mit Nirnkrux versteckten Rüstung erhöhen. Sagt mir, was ihr braucht, um euren Ertrag zu verdreifachen. Und ich sorge dafür, dass ihr alle Ressourcen erhaltet und meiner Bitte nachkommen könnt. Enttäuscht mich nicht, Utik. Eure Rüstung ist der Schlüssel zum Erfolg unserer Trollarmee. Außerdem träume ich von dem Tag, an dem jeder Troll, jeder Welver und jeder Eisenorg unter meinem Befehl eure durchdrungene Rüstung trägt. Das wird ein wahrlich ruhmreicher Tag. Blut für unsere Feinde, Stahl für unseren Stamm. Bradot, ophidianischer Exarch der wogenden Vernichtung. Ja, fast dran vorbeigelaufen. Was bist du denn eigentlich? Ach, du bist ein Troll, okay. So ein Troll mit einer Rüstung. Sah jetzt nur gerade im ersten Moment ein bisschen komisch aus. Wenn ihr draußen was hört, bitte verzeiht mir. Es ist mal wieder soweit. Ist das jetzt oben oder? Nee, das ist oben. Jetzt bin ich natürlich gerade darunter gefallen. Das war so klar. Da muss ich nochmal da hochhalten. Das ist natürlich mal wieder heute so ein Tag, wo alles irgendwie so ein bisschen schief geht und man dann einfach nur noch aufnehmen will. Und ja, irgendwie alles, was dagegen hat, inklusive der Dingsmaschine draußen hier, der Straßenkehrmaschine. Die dachte sich dann, oh, fahren wir doch heute mal vorbei. Stören wir doch sicher niemanden. Sind die hier drin? Oh, Hallöchen. Ah, du bist der Runenschreiber. Dich brauche ich. Also dich muss ich töten, nicht dich brauche ich. Sehr schön. Bastian, was machst du da draußen? Du sollst nicht rumalbern. So, dann müssen wir jetzt zur Mine, so wie es aussieht. Klauen wir uns hier nochmal das, was in den Fässern drin ist. So. Ich weiß nicht, wo die eine jetzt auf einmal hin ist. Oh, Leute. Wieso im Kampf? Niemand greift mich an. Alle laufen hier an mir vorbei. Wobei hier auch noch was zu lesen ist. Da muss ich euch mal kurz angreifen. Ich weiß nämlich nie, ob das dazugehört. So, Brief an Runenschreiberkult. Ich wusste es doch. Was braucht ihr noch von mir, damit ihr unsere Krieger schneller mit euren Runen versehen könnt? Wir müssen jeden unserer Troll- und Welver-Soldaten so schnell wie möglich verzieren und damit anfangen, auch Eisenorks mit diesen Nirnkrux verstärkenden Machtrunen zu versehen. Enttäuscht mich nicht, Kult. Eure Runen sind der Schlüssel zum Erfolg unserer Trollarmee.
Außerdem träume ich von dem Tag, an dem jeder Troll, jeder Welver und jeder Eisenorg unter meinem Befehl eure Rüstung trägt. Ja, das kennen wir jetzt schon mal alles. Das stand drüben auch drin. So, dann reiten wir wieder zurück, nehme ich mal an. Gehen wir mal aus dem Weg hier. Ich habe keine Orientierung, keine Zeit, kein Geld. Da oben müssen wir hin. Genau. Das sieht gut aus. Das sieht schlecht aus. Oh, Leute. Es ist nicht euer Ernst. Bin ich extra so schön an denen vorbeigeritten und die schießen einfach auf mich. Also, wenn ich das richtig sehe, müssen wir nach geradeaus irgendwie dann noch hier das Ding kriegen. Ich hoffe, dass man da irgendwo runterlaufen kann oder ähnliches. Da müssen wir wahrscheinlich komplett hier rum. Dann dahin und dann wieder zurück. Weil ich gehe mal nicht davon aus, dass wir direkt nach links können. Ne? Ah, ist zwar eine Treppe, aber ich glaube nicht, dass das geht. Geh mal hier durch. So, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Da ist auch noch ein Buch unten. Hm. Komme ich denn hier am besten runter, ohne zu sterben? Vielleicht auf der anderen Seite. Was für eine Aussicht. Sie ist wunderschön. Ne? Aber wir gucken mal. Wir kommen hier auf jeden Fall nochmal rein. Ach. Nee, ich sehe es gerade. In der Mitte kann ich runter. Ah, ja. Das ist doch eigentlich ganz gut. Ach, an diese Mine erinnere ich mich noch sehr gut. Mal gucken. Dann laufen wir mal hier zur Scherbe, wenn wir durchkommen. Hier, ja. Das müsste... Ja, genau. Einmal die Scherbe. Und ich habe ja auf der anderen Seite auch noch ein... Ja, Buch, glaube ich, war es, gesehen. Das würde ich mir ehrlich gesagt auch gerne noch kurz holen. Da. Das Buch haben wir hier. Das könnt ihr euch gerne durchlesen, wie immer. Kurz auf Pause drücken. So, wenn ihr mich überhaupt noch versteht, ich hoffe, weil draußen schon wieder die Maschine vorbeifährt, gleichzeitig ein Flugzeug hier rumfliegt. Und gerade jetzt auch noch das Wasser gewesen ist. Also heute ist es wirklich zum Mäusemelken. Komme ich da jetzt durch oder muss ich einmal... Ja, das dachte ich mir schon fast, dass ich hier einmal rum muss. Jetzt sind die natürlich alle wieder aufgefüllt hier. Ihr habt mich nicht gesehen. Macht einfach weiter, Jungs. Keine Sorge, passiert nichts. Ich laufe einfach nur durch. Ich bin friedlich. Der nicht so. So. Hier ist noch was zum Lesen. Brief an Exarch Bradot. Ich hoffe, dieser Brief findet euch so stark und furchterregend für eure Feinde vor wie an dem Tag, an dem ich euch kennenlernte. Ich habe den Prozess untersucht, den ihr verwendet, um eure prächtige Rüstung und eure spektakulären Körperverzierungen mit Nürnkruxstaub zu durchdringen. Und ich verbeuge mich vor eurer Genialität und euren handwerklichen Geschick. Ich bewundere wirklich, was ihr erreicht habt. Zum einen ist Iltag Eisenblut ein Meister der Strategie und ein außergewöhnlicher Ausbilder. Es beeindruckt mich immer wieder aufs Neue, wie er das schafft, und ich habe versucht, seine Abläufe zu kopieren, aber ohne Erfolg. Ich hatte nie gedacht, dass man aus Trollen und Welvers Diener und Soldaten machen kann. Wenn wir unsere Truppen mit ihrer Macht ergänzen können, wird der Schuppenhof unbesiegbar. Eure talentierte Rüstungsmacherin hat Rüstung erschaffen, die leichter und stärker und so sehr von der Macht des Nürnkrux durchdrungen ist, dass sie förmlich glüht. Ein unglaublicher Erfolg, den wir ohne ihr Geschick und ihr Fachwissen nie hätten erzielen können. Es war ein Geniestreich, anschließend ausgebildete Trolle und Welvers mit der besonderen Rüstung auszustatten. Ich habe sogar alle
Ich habe sogar vor, alle unsere Truppen mit ihr auszurüsten, sobald die Produktion besser läuft. Die Kunstfertigkeit, die euer Runenschreiber an den Tag legt, lässt mich wohlig erschaudern. Seine Werke haben eine hypnotische Wirkung. Falsch rum. Und ich könnte schwören, dass sich die kunstfertigen Muster bewegen, während ich versuche, sie mir anzusehen. Durch das Hinzufügen von Nürnkruxstaub zu seinen Tinten und Brandzeichen verstärkt er die Magie dieser Kunstwerke um das Hundertfache. Erstaunlich. Durch die Kombination von Ausbildung, Rüstung und Körperrunen werden die Trolle so gut wie unbesiegbar. Erlaubt mir, ein abschließendes Ritual vorzuschlagen, mit dem ihr die so gut wie unbesiegbaren Krieger absolut unaufhaltsam machen könnt. Probiert es an einen eurer Trolle aus und lasst mich wissen, ob ich euch zu viel versprochen habe. Elska, Regentin des zahnbewertenden Zorns. Das nenne ich meinen Namen, des zahnbewertenden Zorns. Okay. Nehmen wir den auch noch mit, wenn wir gerade schon dabei sind. So. Nein, nicht töten. Warte mal, ich muss ja gar nicht... Ich muss gar nicht töten. Ich muss hier nur hoch. Mach du ruhig, was du willst. Ich muss weiter. Wobei hier oben noch der Boss ist. Wobei wir da eventuell dann auch gleich hin müssen. Ich gehe jetzt erstmal hier oben hin. Ich hoffe, dass da nicht irgendwie ein Portal geöffnet wird zum Zurückgehen oder sowas. So, tötet den... Oh, ich wollte gerade sagen, den nicht vorhandenen Extorarchen. Aber okay. Also unbesiegbar waren die Trolle jetzt nicht. Achso, da oben ist er. Ich dachte gerade, dass das der Troll wäre. Aber er war jetzt benachrichtigen. Ich treffe euch im Tal der Narben. Okay. Was zur Hölle ist das Tal der Narben? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber egal. Wir müssen sowieso jetzt noch mal eben kurz hier runterlaufen. Und den Verliesboss machen. Also müssen wir nicht, aber ich mache das ganz gerne, wenn ich sowieso dann hier unterwegs bin. Um sich mir irgendwelche Trolle in den Weg stellen, die nervig sind. So. Oh, Hallöchen. Da hinten. Genau, da ist eine Truhe. Das wollte ich dir noch gesagt haben. Aber er hat es gesehen. Sehr schön. So. Ich war erst am Überlegen, selber ranzugehen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe so viele Sachen. Muss ich nicht unbedingt. Da gibt es Leute, die es wirklich nötiger haben. So, den Boss haben wir auch. Und damit wieder eine neue Errungenschaft auf diesen Charm. Jetzt ist nur noch die große Frage, wo müssen wir jetzt hin? Was hat sie gesagt? Teil der Narben, ne? Da ist der Ausgang. Ne, sprecht draußen mit Kleinblatt. Hm. Was ist denn für die draußen? Wo bin ich denn so? Ich bin hier oben. Ach so, doch, sie ist doch hier. Ach, mein Gott, ich gucke wieder nicht richtig. So hat er das also gemacht. Er hat die Trolle mit reinem Nirnkrux erfüllt. Die Rüstung und die Runen zu einem mächtigen Ganzen verschmolzen. Ich frage mich, was wohl geschehen würde, wenn ein Sterblicher diesen Prozess durchläuft. Das wird nicht geschehen. Bradot ist tot und alles wurde aufgehalten. Richtig. Natürlich. Cassie hat mich gebeten, ihr etwas von dem veränderten Nirnkrux zu bringen, damit sie es untersuchen kann. Ich werde hierbleiben und sammeln, was ich benötige. Aber danke. Ich hätte meine Aufgabe ohne euch nicht erfüllen können. Und wir haben eine unidentifizierte Verzauberung erhalten. Und ich gucke gerade ein bisschen verzweifelt, ob wir eventuell... Ja, da hinten kommt unsere nächste Quest. Hier bin ich. Hier. Haltet einen Moment inne, Champion. Ich habe eine Nachricht vom großen Krieger. Ja, das ist schön. Die hören wir uns auch noch mal kurz an, wenn ich dich amüsieren kann. Der große Krieger Titus braucht euren Rat. Titus? Wo soll ich ihn treffen? Der große Krieger geht unruhig vor der Sternwarte von Belkart auf und ab. Wie ein Tiger im Käfig ist er. Er hat mir aufgetragen, nach euch zu suchen und euch zur Eile zu drängen. Ich fürchte, dass bald etwas Grauenhaftes geschehen wird. Ich werde Titus in Belkart aufsuchen.
Ja, wir werden allerdings noch mal ganz kurz reingucken, was das hier ist. Ja, eine wahrlich prächtige Glyphe der Waffenkostenminderung. Dann haben wir das Ganze auch geklärt. Wir werden uns dann in der nächsten Folge in der Hauptstadt wiedersehen, also sprich in Belkart. Und dann geht es weiter mit der Hauptstory von Karkstein. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.